Leute, mittlerweile bin ich bei der neuen Adresse mit meinem ganzen Gepäck hier. Ich bin mit einem Taxi hergefahren. Der Taxifahrer meinte, das sei hier. Und Leute, der Game Master hat mir eine neue Nachricht geschrieben, wo ich den Schlüssel finde. Und er meinte, irgendwie soll ich um das Gebäude herum zum Tor. Dort soll ich suchen nach dem Schlüssel für die Wohnung. Also auf jeden Fall stand da APT1. Und das sieht mir auch aus wie ein Gebäude mit Wohnungen. Eigentlich heißt APT 1 Apartment 1. Also ja, mal schauen, ob wir den jetzt finden werden. Ich will einfach nur schlafen, ehrlich jetzt. Ich bin so müde, so K.O. Ich bin die ganze Zeit einfach wach. Ich habe nicht den komischen Kürbistypen da rausgehen sehen. Ich weiß nicht, was er da jetzt macht, ob er da übernachtet oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja, keine Ahnung. Suchen wir jetzt einfach mal nach dem Schlüssel. Also hier soll ich irgendwie rüber. Schwer mit Koffern. Unmöglich, wenn man irgendwie U-Bahn fahren möchte. Echt unmöglich. Ich habe so viel Krempel einfach eingepackt. Mein Koffer ist unendlich schwer. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt eben hier stehen lasse. Also hier soll irgendwie die Wohnung sein. Moment, ich sehe da. Ich sehe da schon Apartment 1, aber seht ihr das andere auch? Da sind Kameras. Wie sind die vom Game Master oder was? Ist das schon wieder ein Project Zorgo oder Game Master House? Hey, was ist los? Der hat hier überall irgendwie Wohnungen. Richtig komisch. Ich nehme jetzt einfach meine Koffer mit. Ich lasse die hier an der Ecke stehen. Ist hier irgendwie ein Tor? Also irgendwie laufen da ein paar Leute rum. Keine Ahnung. Also ich stelle die jetzt mal eben hier ab. Ich glaube wohl nicht, dass sie irgendjemand mitnimmt. Richtig, hier ist ein Tor. Meinte er das? Was soll da ein Schlüssel sein? Aufmachen. Nee, ist verschlossen. Doch, hier. 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 Leute, wir haben einen Eingangsschlüssel gefunden. Bitte lass es passen. Bitte lass es passen, ey. Okay, welchen Schlüssel nehmen wir? Ich probiere jetzt einfach mal den hier. Okay, mal gucken, ob der passt. Nee, der passt nicht. Dann der andere wahrscheinlich. Okay, wie rum muss ich drehen? Rechts? Nee, geht nicht. Links? Ah doch, es funktioniert. So. Koffer sind drin und jetzt Apartment 1. Schauen, ob das geht. Ey, es geht auf, Leute, es geht auf, es geht auf. Mein Gott, was ist das? Seht ihr das? Ach du Scheiße. Okay, ich hoffe, mich erwartet nicht irgendwie was echt Gruseliges, Mann. Weil das da sieht schon mal echt creepy aus. Die Tür zu. Leute, was ist das? Was zum Teufel ist das? Oh mein Gott. Ey, das ist so ein richtig creepiger Clown. Klingel, Lichtschalter? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich glaube, ihr seht mich jetzt besser, oder? Was zum Teufel ist das? Also hier ist eine Tür. Ja, Leute, springt mal jetzt den Daumen nach oben, wenn ich hier diese Wohnung oder keine Ahnung hier erkunden soll. Jetzt geht das Licht hier an. Und hier ist wieder ein Zimmer. Hier ist ein Fernseher. Wer hat das gemacht? Da ist ein Zettel vom Game Master. Hier. Kommen dir die Formen bekannt vor? Er meinte die hier. Wenn du das Rätsel gelöst hast, wird sich etwas öffnen und du wirst die Wahrheit erfahren. Was meint er? Kommen dir die Formen bekannt vor? Wenn du das Rätsel gelöst hast, wird sich etwas öffnen und du wirst die Wahrheit erfahren? Ich habe gar keine Ahnung. Was liegt hier rum? Ih, was ist das denn? Ein Sarg mit einem Skelett. Und hier oben, schaut euch einfach mal diesen Clown an. Was zum Teufel? Wie kommt man auf sowas? Das ist so ekelhaft. Hatte der Pennywise-Clown was mit ihm zu tun, den ich in Chinatown gesehen habe? Falls ihr es nicht gesehen habt mit Chinatown, schaut es euch unbedingt an, das Video. Weil das war echt merkwürdig. Er sagte, ich sollte ihn ja an diesem Bogen da treffen, der so typisch ist für Chinatown. Und er war nicht da, sondern nur dieser komische Clown. Und der ist dann auf einmal plötzlich verschwunden. Und dann hat er so voll in meine Kamera gelacht. So voll seltsam. Und dann der rote Ballon mit dieser gruseligen Puppe. Ist die überhaupt hier?
Nicht, dass sie hier wieder auftaucht, weil die habe ich weggeworfen. Dann ist hier so ein komischer Halloween-Kürbis. Hat das irgendwas zu bedeuten? Wegen dem Kürbismann da? Da ist hier ein Buch. Mirror, Mirror. Ich weiß nicht. Soll ich mir das mal genauer anschauen, Leute? Er hat doch schon mal ein Buch oben bei mir auf dem Dachboden damals gehabt. Da hat er irgendwie Sachen unterstrichen. Könnte das bei dem Buch auch wieder so sein? Was haben wir hier? Wieder ein Clown. Überall Spinnenweben. Hier irgendwie so eine Lampe aufgestellt, die das hier an die Decke und Wand projiziert. Ja, hat das irgendwas mit Halloween auf sich? Hier ist irgendwie ein Gespenst. Soll ich da mal raufdrücken? Da steht Try Me. Oh mein Gott. Ist nicht dasselbe, was ich auch hatte in meiner McDonald's-Tüte? Das hört sich doch genauso an. Ich will gar nicht wissen, was in den anderen Zimmern ist. Übrigens auch wieder diese Spinnenweben, da wo wir die Karte auch drin gefunden haben, glaube ich. Ich glaube, das ist dasselbe. Hier ist auch noch irgendwas. Was ist das denn? Ein Skelett. Ein Kühlschrank. Ja, wow, toll. Also, ich glaube, der Game Master hat es echt mit hier Halloween-Deko oder so. Keine Ahnung. Sehr lustig. Sehr, sehr lustig, ey. Aber die Formen kommen mir bekannt vor. Hä, woher? Also, wir haben hier eine ovale Form und eine rechteckige. Wird er jetzt endlich sagen, wer er ist oder was? Ovale Form, rechteckige. Ist das? Was zum Teufel ist das? Warte. Moment. Ich muss euch eben hier hinstellen. Warte, ich habe hier den Game Master Rucksack. Könnt ihr euch noch erinnern? Warte, hier. Und ich habe ja diese Steine mitgenommen. Warte, hier ist das Herz. Hier. Aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen die ovale Form und die rechteckige. Also ich hab sie. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Die musste ich ja suchen. Und wahrscheinlich müssen wir die rauflegen. Und dann öffnet sich irgendwas. Okay, ich glaube, hier muss der ovale Stein rauf. Er meinte ja auch, glaube ich, damals, ich brauche die noch. Okay. Und hier der rechteckige. Okay, irgendwie richtig. Warte. Irgendwas ist hier aufgegangen. Hier ist was aufgegangen. Hä, was ist das denn? Hier ist ein Stick. Ein richtig kleiner Stick. Oh mein Gott, das sieht man gar nicht richtig. Moment. Ein ganz kleiner USB-Stick schon wieder. Was hat das zu bedeuten? Ey Leute, ich habe die Steine hier hingelegt. Und dann hat sich das geöffnet. Einfach so. Er hatte hier irgendwo Kameras oder was? Und drückt dann irgendwie von irgendwo einen Knopf? Hey, zum Glück habe ich die mitgenommen. Ich hatte die ganze Zeit über in dem Game Master Rucksack. Stelle ich jetzt eben hier hin. So, und ich hole jetzt mein Notebook aus der Tasche und wir gucken mal, was da drauf ist. Ich will jetzt endlich wissen, was es mit diesem komischen Kürbistypen auf sich hat, was es mit ihm auf sich hat und was das Ganze hier soll. Ich hoffe nicht, dass er irgendwie ein Virus darauf gepackt hat. Ich gehe davon aus, dass es wieder irgendwie ein Video ist. Kennt ihr das? Ja, es ist eine Videodatei. Leute, wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an, was das sein könnte. Okay. Ich bin echt gespannt. Der neue Feind heißt Pumpkin Face. Er ist sehr verbittert, leicht zu reizen und wird schnell aggressiv. Er will unbedingt eine Spitze von Polisorgo und tut alles dafür, um sein Ziel zu erreichen. Er ist sehr intelligent und man sollte ihn nie unterschätzen, denn er hat vor nichts und niemandem Angst. Er hat es nur auf große Channels mit über 1 Million Abonnenten abgesehen und will unbedingt das Internet zerstören. Hallo Rebecca, ich habe lange für Projekt Sorgo als Hacker gearbeitet. Mein Ziel war es, alles zu zerstören, aber ich habe mit der Zeit bemerkt, dass es nicht richtig ist, was ich tue und ich nur anderen schade. Pumpkin Face war mein bester Freund und er dachte genauso wie ich. Also haben wir zum Schein all die Jahre weiterhin Projekt Sorgo gedient, nur um an die Spitze zu gelangen und dann das Ganze in eine richtige Richtung zu lenken und alle mit bösen Absichten zu verbannen. Irgendwann bekam ich aber dann den Posten als Chef von PZ und ich erhielt die goldene Maske, die nur das Oberhaupt tragen darf. Pumpkin Face wurde wohl vom Neid zerfressen und hat sich hinter meinem Rücken
mit dem Bösen zusammengeschlossen, um mich zu stürzen. Meine goldene Maske wurde mir entzogen. Projekt Sorgo ist wieder in falschen Händen und ich werde gejagt. Jetzt bist du bereit, mehr über Pumpkin Face für mich herauszufinden. Arbeitet er alleine oder immer noch mit mehreren? Er plant was Großes an Halloween und er muss gestoppt werden. Oh mein Gott, Leute, hättet ihr damit gerechnet? Ich so gar nicht. Also irgendwie habe ich jetzt verstanden, der Typ da mit der Kürbismaske heißt Pumpkin Face, ist hinter Game Master her und mir hatte ihn damals gestürzt, als er der Anführer war von Project Sorgo, nachdem er sich lange hochgearbeitet hat, aber das heißt ja, der Game Master ist gar nicht mehr so böse. Also er war mal böse, aber er hat irgendwie eingesehen, dass das Ganze falsch war und wollte Project Sorgo komplett umkrempeln. Aber ich meine, er war ein Hacker, Leute. Er hat sich auch bei mir reingehackt. Erinnert ihr euch noch an die ganzen Spielchen, die er gespielt hat? Kann man ihm trauen? Ich weiß ja nicht. Ich meine, er hat sich ja den ganzen angeschlossen. Er kann nicht so nett sein, wie er tut. Vielleicht hat er es ja wirklich eingesehen. Ich weiß ja nicht. Menschen ändern sich.